Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Nach einer vergnüglichen Pause bereiten wir uns nun auf den nächsten Flug vor. Da hier in Megève alles so wunderbar geklappt hat, haben wir entschieden, dass wir nun den nächsten Altiport, Méribel, anfliegen wollen. Der Platz ist etwas steiler als dieser hier, aber noch wichtiger als das ist zu realisieren, dass er deutlich kürzer ist. Die Procedure auf Altiports ist so definiert, dass man 3 Minuten vorher seinen Start ankündigt, indem man seine Position auf dem Vorfeld angibt und hinzufügt, dass man in 3 Minuten abheben will. 2 Minuten später rollt man dann sein Flugzeug in eine Position, anhand derer man auch aus der Luft und notfalls auch ohne Funkkontakt erkennen kann, dass dieses Luftfahrzeug loszufliegen gedenkt und kündigt Décollage à une minute an. Dasselbe noch einmal 30 Sekunden vor dem Takeoff, dann rollt man auf die Bahn und startet. Hier ist aber heute so viel Verkehr, dass das nicht funktionieren kann. Wir warten also einfach auf eine passende Lücke und starten zügig hintereinander. Gute Brandhahn, Höhentüren. Ja. Choke. Delta Mike Echo Mike Zulu, lining up, runway 33. Delta Mike Zulu, decollage 33. Delta Mike Zulu taking off, runway 33. Delta Mike Zulu lining up. Tango Zulu taking off, 33. Eine halbe Stunde dauert der Flug von Megève nach Méribel. Eigentlich wollten wir ja hier am Mont Blanc entlang fliegen. Das ist aber illusorisch, die Gebirge hängen vollständig in den Wolken. Aber selbst die angrenzende kleine Route ist nicht fliegbar, da wir auch hier bereits über 8000 Fuß hoch sein müssen und die Berge auch an dieser Stelle komplett verhangen sind. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als südlich von Albertville dem Tal Richtung Trois-Vallées zu folgen. Sieht nicht so aus, als wären würden wir da drüber kommen. Michael, schon hier? Ja, ich bin auf der Welle. Das war ja eigentlich der Plan, hier jetzt rechts über den Hang, aber das wird wohl nichts. Das wird nichts, da hast du recht. Steht bei mir was von 10.207 Fuß da an einem Grat.
mal kurz ansetzen hier in das Tal rein, mal gucken, wie das weitergeht. Dazu kräftig steigen und dann sehen wir, wahrscheinlich aber geht das nicht. Das sieht nicht so gut aus da hinten, ne? Nee, ich glaube, das lassen wir. Wir drehen links rum. Gerade so, weißt du, da war ja, ja. Ja, ja. Scheiße. Ja. Da sind doch schon ziemlich dicke Berge, mal lieber mal. Hallo. Aber hallo. Mit dem richtigen Equipment kann man es sich übrigens sparen, weit in das Tal hineinfliegen zu müssen. Ich sehe auf dem Garmin, dass an genau dieser Stelle hier Schluss mit lustig ist. Wir würden gleich gegen mehrere Regeln des Hochgebirgsflugs verstoßen, wenn wir hier weiterflögen. Allen voran, dass man nicht gegen einen Berg oder in ein geschlossenes Tal hineinsteigt. Man möchte einwenden, ist doch breit genug hier für einen Turn. Das stimmt wahrscheinlich auch, aber weiß man schon, wie sich der Wind dort hinten verhält? Ob es Auf- oder Abwinde geben wird? Also gibt es nur eine richtige Entscheidung. Wir fliegen außen herum. Ich fürchte fast, dass wir dahinter noch drüber müssen. Ja, das wird so sein. Ja. Und nicht nur über den. Ich hatte erst gedacht, das hier wäre der Hüppel, aber... Ja, oder du musst wirklich ein paar... Genau, wir müssen nach rechts ausweichen und dann drumherum, genau. Und dann das nächste Tal ja, rein. Ja, ja, genau. Hier rechts über den Berg, 1 Uhr Position, sehe ich 4, 5 Gleitschirme. Ja, sehe ich.
noch 10 Minuten. Ich schalte auf die 11875. Hört schon mit. Noch 10 Minuten, sag mal auf, ja. Du siehst das Tal, genau 12 Uhr. Ja. Den Ort, dann links, ja. Links hoch so ein riesen Fleckenwald. Ja. Und an der obersten Ecke von diesem Fleckenwald, das ist die Piste. Dieser ganz schmale Stripe da? Genau. Ach du Scheiße. Ja. Hier sieht man unser tatsächliches Routing bei der Ankunft in Méribel. Auch Courchevel ist bereits von hier aus sichtbar. Werfen wir wieder einen Blick in das Anflugblatt. Das typische Altiport-Profil ist in Méribel schon etwas ausgeprägter als in Megève. Der untere Teil ist recht lang und mit 6% nicht besonders steil. Der mittlere Abschnitt mit 11% ist da schon eher bemerkenswert. Ganz oben wird es dann mit 4,5% wieder etwas flacher. Aber Méribel ist mit 406 Metern Gesamtlänge fast 150 Meter kürzer als Megève. Das ist viel und man spürt das auch deutlich bei der Landung. Während ich in Megève noch Gas geben musste, um oben anzukommen, stehe ich in Méribel ganz schön auf der Bremse. Auch hier wieder der typische Anflug. Ein Meldepunkt für die Ankündigung der Landung, in diesem Fall Col de la Lune, dann der Anflug und das Überfliegen des Platzes, gefolgt vom Gegen-, Quer- und Endanflug. Méribel Airport, Delta Mike, Echo Mike, Zulu, good day and bonjour. Méribel, le Papa Golf Vertical, nord pour éloignement. Delta Mike, Echo Mike, Zulu, en motoplaneur City, deux personnes, à 5 minutes au nord de la Col de la Lune, sur vos installations pour atterrissage. Méribel Aerodrome, Delta Mike Golf, Tango Zulu, à 3 minutes au Col de la Lune pour atterrissage. Méribel, Papa Golf, je vous présente en tournant base. Delta Mike Zulu, position Col de la Lune, pour atterrissage. Méribel, Papa Golf, au parking, pour quitter. Delta Mike
Delta Mike Golf, Tango Zulu, Col de la Lune, Full Access. Alles frei, keiner im Anflug, kein Funk. Delta Mike Zulu, Vertikal, Aerodrom Meribel. Delta Mike Zulu, en vent arrière pour la piste 15. Delta Mike Golf Tango Zulu, vertikal Terrain pour la 5. Delta Mike Zulu, Etappe de Base. Delta Tango Zulu, Vent Arrière. Delta Mike Zulu en finale pour la piste 15. Delta Mike Zulu en short final. Delta Mike Golf Tango Zulu, Etappe en bas, pour la piste 5, Delta Mike Echo Mike Zulu, inside. Delta Mike Golf Tango Zulu en finale 15. Delta Mike Zulu, Piste dégagée. Immer auf den Platz, ja. Hier oben über dem Hangargebäude befindet sich ein kleines Bistro, wo wir es uns nun für eine weitere Stunde gemütlich machen.